Hey yo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crusader Kings 3. Ja, so schaut's aus. So, wo ist denn mein... Hallo? Ah, ich dachte schon, das wäre weg. Lol, wow. Das war jetzt gruselig. Ja. Okay, gucken wir mal. Es sieht gerade ziemlich düster aus tatsächlich. Ich habe Ansprüche, die ich nicht benutzen kann. Ich habe Prestige ausgegeben für Schwachsinn. Ja. Ist alles nicht so toll, weil ich habe zwar jetzt an meinem Hof Leute, hier zum Beispiel, ne? Aber das bringt mir halt nichts. Gar nichts. Ist verletzt. Gicht geplatzt. Egal. Weil jetzt für Ansprüche, die auch. Aber ich muss die erst irgendwie zu meinem Hof holen und dann verheiraten und so. Das ist halt alles so ein bisschen... Na, wenn ich die jetzt verheirate, ist halt irgendwie... Weiß nicht. Ja. Das ist halt die Sache. Den Ritter will sie auch nicht haben. Auch nicht. Auch nicht. Gibt es denn da irgendeinen, wo sie Lust drauf hätte? Hallo? Also, nee. Sieht nicht so aus. Und bei der... Ich würde das... Ja, da geht gar nichts. Kann nicht heiraten. Uff, lol. Ich habe kein Druckmittel. Ich will die halt jetzt nicht für 100 noch was kaufen. Das ist halt irgendwie, weiß nicht. Ja, das würde sie annehmen. Ein Enkel von uns, ein Enkel. Aber das sollte ich vielleicht nicht tun. Ja, das will sie alles nicht. Weil sie wird nicht annehmen. Eigene Heirat. Aha. Meinung. Prachtstufe. Also der hat... Ja, aber ich weiß nicht, mein Enkel... Enkel... Das ist halt das Ding. Ich kann ja für mein Enkel... Kann ich für mein... Wo ist der denn, der Gute? Ich würde mir den... Hedwig von Kempten. Aha. Auch interessant. So, Eltern sind Engelschalk und Gerbega. Nee, doch. Wer ist das denn? Großeltern, Eltern. Das muss irgendeine Nebenlinie sein. Ah, das ist meine Tochter, Enkelin. Praktisch. Kerngesund. Kempten. Ich würde das jetzt mal probieren. Weil, na, gut, ich hätte erstmal... Warte mal, warte. Eigentlich wollte ich ja hier... Nach Bündnis macht, mal gucken. Die hat Ansprüche. Irisch. Aber keine Bündnismacht. Die hat sehr viele Ansprüche. Ist aber sehr weit weg. Ist in Spanien, oder? Ja. Na gut, ich habe das jetzt gemacht. Ich muss da mal gucken. Ich wollte halt schauen... Wenn die jetzt da so rumheiratet, ob ich dann irgendwas mit dem Anspruch mache, aber wahrscheinlich nicht, weil es nicht mein Höfling ist. Also das war jetzt vielleicht dumm, aber ja. So, mein Enkel, blablabla. Das ist schwierig mit diesem Höfling einladen. Ich glaube, das ist
dämlich gewesen. Total dämlich. Aber jetzt müssen wir mal gucken. So, ich hätte immer noch gerne einen Arzt. So, Pilgerreise kostet Geld. So, die hat einen Anspruch. Bemerkenswerter Gast eingetroffen. Ach so, der ist schon, die ist schon verheiratet. Dann bringt mir das ja gar nichts, ne? Kennt. Das muss ich noch herausfinden, wie ich das machen kann mit den Ansprüchen. Ja. Folgeanspruch. Das ist nicht so einfach. Das ist nicht so einfach. Da muss ich mal gucken. So, Hofarzt, wen haben wir da? Die ist gut. Die ist sehr gut. Die nehmen wir. Die ist zwar teuer, schon 40, aber so ein Bildungswert ist gigantisch gut. So, ich mache jetzt langsam ein bisschen Gold, das ist nice. Prestige ist sehr schlecht. Frömmigkeit auch, da müsste ich mal dran arbeiten. Ich könnte Kriege erklären, ja. Herzog Tassio. Das wäre nicht so klug. Er sagt zwar unterlegen, aber nur mit Bündnispartnern. Der hat zwei Bündnisse, ne? Ja. Ich könnte ihn zwar angreifen, aber er selbst hat... Gut 600? Wo ist denn das hier? Da drüben. Der hat 500 Truppen und der hat auch nochmal 500 Truppen. Das ist schon gefährlich. Und ich werde halt wahrscheinlich keine Verbündeten außer sie. Na gut, die hat 600 Truppen. Also könnte man versuchen, ob es klug ist. Ich habe 11 Ritter, das ist nicht schlecht. Müsste ich mal gucken. Das heißt ja der da, ne? Der Louis. Nein, der ist ganz böse. Ansprüche von Mathilde zu Ruth, wer auch immer das ist. Okay. Vielleicht geht das so. Der ist ganz stark. Holy, hat der viele Bündnisse. Der sieht sehr grantig aus. Ist der fett? Nö. Krass. Also den bestimmt nicht. Und das sollte ich wahrscheinlich auch eher nicht tun. Aber der eine, der wäre möglich. Das ist vielleicht... Mal schauen. Mal schauen. So, krank. Katastrophale Fehlbehandlung. Oh je. Hofarzt, Instant Stress. Toll. Gerbega von Kempten. Oh mein Gott. Ich brauche einen Moment, um Gerbega wiederzuerkennen. Sie ist so angeschwollen und voller blauer Flecken, dass sie kaum noch wie ein Mensch aussieht. Als ich ihre Hand ergreife, versucht meine Tochter etwas zu sagen, doch kein Laut kommt über ihre Lippen. Ernsthaft? Wow. Toll gemacht. Der abstoßend Arzt steht in der Ecke des Zimmers und wringt besorgt die Hände. Aha. Gescholtener Arzt. Schwerer Malus und entstellt. Nein, das wäre jetzt dumm. Okay, ja, also, ne, da jetzt wäre nicht so gut. Toll, zum Glück ist sie schon verheiratet und blub, deswegen ist es nicht so schlimm, aber es ist natürlich für sie nicht schön, ne? Okay, ich kann Kriege erklären. Dem Louis, das war doch der, ne? Nein, der Louis war es nicht. Der da war's. Der hat da drüben einen Verbündeten. Der gewinnt gerade einen Krieg. Da. Ist unterlegen. Ja. Okay. So, das habe ich jetzt gemacht. So. Ihr könnt Verbündete rufen. Das mache ich auch. Die auf jeden Fall. So, und hier Verbündete zu rufen, würde halt Geld kosten, ne? Das bringt jetzt nicht viel. Herzogtum-Zeugs kann ich gerade nicht machen. Der will einen Ratsposten, aber der ist, ja...
Aber er kann halt nichts, ne? Er kann das Ränke spielen. Aber der Graf Stefan ist mir eigentlich ein besserer Vasall, finde ich. Der ist 19. Na gut, der hat zwei Titel, ne? Der nur einen. Puh, 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 puh. Der hat ein besseres Ränke. Aber um eins. Wenn ich jetzt wieder dem Stefan den Ratsposten wegnehme, kann der dann sonst irgendwas? Nee. Ist halt so. Sorry. Soll er eine Freiheitsfraktion schaffen, ist egal. So, ich kämpfe jetzt um Ulm, oder habe ich das richtig verstanden? Um Ulm, genau. Dann mache ich jetzt Krieg, Sammelposten, hierhin. Und hier heben wir alle aus. So, einer noch. Der Lohn des Lügners. Ich war erschüttert, als ich Konstanze dabei erwischte, wie sie aus der Reisetruhe von Graf Landfried stehlen wollte. Ah ja, stehlen, okay. Sie würde hinterlistig erhalten. Was kann die denn bisher? Diplomatie ist okay. Ehrlich ist nicht... Ah, ist nicht so toll. Wenn sie ehrlich wird, ist das besser. Ränkespiel minus 4. Oder bescheiden. Bescheiden ist nicht schlecht. Wie ist die denn wichtig? Die ist verlobt mit ihm? Das kann ja eigentlich voll egal sein. So, stopp mal. Pause, Pause. Seid gegrüßt, natürlich werde ich mich. Sehr schön, danke, Kim. Okay, das sind meine Truppen, die müssten fertig sein. Mehr kriege ich, glaube ich, nicht. Ich warte mal noch einen Tag. Zack, mehr gibt's nicht. So, und dann rennen wir nach Ulm rein. Der? Ja, aber der Ritter hat auch 35. Dann mach ich das, damit ich ihn als Ritter habe. Ja. Ein 35er. Und also der ist ja super krass. Ist auch ein Graf, okay. Du musst aufpassen. So, und ich will mir jetzt Ulm holen, ne? Ich find's halt krass, dass die alle hier schon solche Armeen haben. Plänkler und sowas, ist heftig. Herzog Pippin, ja, das kann er gerne machen. So. Aktuell sieht das von den Truppen nicht so gut aus. Aber das wird schon. Okay, Ulm ist schon irgendwie... weg. Okay, dann muss ich da mal gucken. Ah, okay, okay, okay. Schauen wir mal, jetzt wird's sehr spannend. Das ist nicht viel wert. Das ist auch nicht viel wert. Ja, ich würde seine Armee gerne töten. Ansonsten gehen wir halt einfach dahin. Ja, das ist eine Hauptstadt. Da kommen Verbündete, das ist sehr gut. Er muss ja kämpfen. Er kann ja nicht nicht kämpfen. Jetzt bin ich gespannt, wie der Krieg läuft. Geld mache ich jetzt natürlich weniger. Ich sollte den schnell beenden. So, Verbündete rufen bringt gerade gar nichts. Kriege auch nicht Herzog, Vasall, Bischof. Ja, Bischof ist halt Bischof, ne? Was soll ich machen? Der mag mich nicht, das ändert sich so schnell auch nicht. Ich meine, ich könnte natürlich versuchen, ihn nochmal zu beeinflussen, aber... nee. Okay. Mach jetzt mal eins schneller. Okay. Sieht soweit ganz gut aus. Da kommt Gegner, aber der hat nur 4 Ritter, der hat 6 Ritter. Boah. Okay, der scheint, die scheint zu verteidigen, das ist gut. Nee, der haut ab. Okay, okay. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Verbündeter tritt... des Feindes tritt Krieg bei. Oh, okay. Jetzt wird's nochmal engeliger, ne? Ja, jetzt wird's eng. Schauen wir mal, was die hier so machen. Die Belagerung läuft ja schon, das ist gut für mich.
Ich hoffe nur, dass sie ihre Truppen jetzt nicht wegschmeißt. Das wäre sehr traurig. So, Eichstätt wird gleich belagert. Könnte ich mir vorstellen. So. Braucht aber auch 250. Schaut's mal. Ich brauche hier nur 200. Der Fortschritt steigt um 1 bisher. Mein Fortschritt steigt um 1. Oder? Gucken wir mal. 1. Und hier steigt er um 1,4. 1,3. 1,3. 1,4. Okay. Ich müsste das aber trotzdem schneller schaffen. Was in Ordnung ist. Jetzt schauen wir mal. Zack, 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 zack. Also Eichstätt hält noch durch. Okay, da wird da belagert. Ich weiß halt nicht, ob ich da dann noch drauf kann, ne? Ja. Es fehlt Gold. Aber ich könnte die vielleicht sogar schaffen. 100er Größe bloß. Ja, und Söldner kann ich mir nicht holen. Hätte ich gern, aber ist wahrscheinlich alles. Würde ich zu sehr verschulden. Okay, so, das sind 2000 Truppen. Das ist eine Menge. Also ich hoffe halt, dass der da ist. Dann kann ich den einnehmen und fertig. Wie viel Beute gibt es in Eichstätt? 5, das ist nicht so schlimm. Wir haben 2 Belagerungen auf einmal. Das ist eigentlich auch ganz gut. Baronie von Zollern, Herzogtum Schwaben. Baronie von Hohenburg. Fürstenberg, okay. Das steigt jetzt um 1,5. Ja, okay, wir sind immer noch schneller. Kann die Mauern stürmen? Das wäre heftig. Wird überfallen, das ist egal. Okay, ja, spannend, sehr spannend. Machen wir mal wieder ein bisschen schneller. Ich finde es krass, dass die jetzt doch so zügig hier dran sind. Also da kann ich nicht angreifen, das würde ich verlieren. Na, die Schlacht würde ich verlieren. Muss man mal schauen. Okay, ist aber 16, 13, 13. Also jede einzelne Armee davon würde ich easy wahrscheinlich wegbumsen. Schauen wir mal. Dass der so schnell aufholt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Es fehlt zwar noch einiges, aber schauen wir mal. So, wertvoller Gefangene. Sehr schön. Okay, das gibt viel, weil wir haben gefangener Erbe und Kriegspunkte. Besetzter feindlicher Hauptsitz, genau. Das sind die Geschichten, die ich so machen wollte. Dann gehen wir jetzt noch da runter. Das ist eine Festung der Stufe 2. Das läuft. Eichstätt ist halt Eichstätt, ne? Kann ich jetzt nicht ändern. Weil jetzt zurückzugehen wäre riskant. Wenn ich die Armee verliere, ist der Krieg halt vorbei. Aber hey. Belagerung verloren. Ja. Okay. Aber scheint keine Gefangenen gemacht zu haben. Das geht also. So, die teilen sich auf. Jetzt ist nur die Frage, ob sie jetzt hier hinkommen. Sieht so aus, ne? Wie lange brauche ich denn dahin? 1, 2, 3. Und diesen 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Also wenn ich. Wenn die jetzt da hingehen, und das sieht so aus. Ja, nee, komm, dann geh mal hier hin. Wo belagert der dann? Da. Genau. Sieht so aus, als würden sie da belagern wollen. Da muss ich jetzt hingehen zum Helfen. Ist wichtig. Oh ja, 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 ja. Nee, er haut ab, okay. Hm, spannend. Sehr spannend. Okay, ich könnte jetzt ein Kriegsregiment ausheben. Leichtes Fußzeug, wenn ich da drauf drücke. Voller Unterhalt, kontert diese Armee, schweres Fußvolk, beginnt mit 5 Soldaten, wird erhöht. Macht das jetzt Sinn? Ich glaube halt nicht. Ich glaube nicht, dass das jetzt gerade Sinn macht. So, jetzt belagern wir da zusammen.
300. Ist Zollern so stark? Festung Stufe 4. Okay. Ich habe nur Festung Stufe... Hallo? Hallo? Ich würde gerne meine Festungsstufe angucken. In Burgau. 3. Okay. Na, er rennt da jetzt durchs Land und macht sonst nichts, aber okay. Was sind denn die wert, meine Kriegsgefangenen? Rothilde, Gefangener, Kühn, bla bla, Erbe. Okay. Augsburg steht in Belagerung. Da muss ich jetzt natürlich aufpassen. Nee, warte, wo? Okay. Jetzt, ja. Da werde ich reagieren müssen. Jetzt bin ich sehr gespannt. Weil Augsburg, wenn fällt, dann ist nicht gut. Das wäre nicht so toll. Ich warte jetzt noch die Festung in Zollern ab. Hä, hey, wieso haut der jetzt ab? Okay, wir haben es geschafft. Wir sollten nach Augsburg. Also ich sollte das irgendwie verteidigen. Wäre natürlich schön, wenn sie jetzt mitkommen würde. Weil die Festung fällt schnell. 200. Na, vielleicht kann ich ihm da helfen. Kann ich das schneller schaffen? Wahrscheinlich nicht. Wird eng. Wird sehr eng. Augsburg zu verlieren wäre bitter. Zollern ist halt auch nicht viel wert, ne? Vor allem, weil er dann meinen Hauptsitz besetzt. Kann ich die Armee irgendwie... Stefan ist verstorben. Ernsthaft? An was? Uff. Ja gut, dann darf der, der jetzt unbedingt Drahtspitze sein, will Drahtspitze sein. Das ist ja jetzt doof. Das war halt auch ein Ritter. Aua. Okay, ich probiere das jetzt trotzdem mit diesem Kriegervolk. Okay, ist jetzt nicht ausgehoben. Aha, okay. Das wird halt kaum was wert sein, ne? Hm. Ja, eine 1700 Armee schaffe ich alleine nicht. Mit ihr zusammen schon, aber alleine nicht. Ist halt doof, dass die jetzt da rumhampelt. Schade, dass man seinen Verbündeten keine Befehle geben kann. Aufgabe beendet. Okay, gut. Hilft mir jetzt auch nicht viel. Aufgebote organisieren. Ja, das wäre gut. Wenn ich die hier aushebe, bringt das auch nichts. Na, die brauchen Zeit. Okay. Ja, Augsburg wird jetzt gleich verloren, ne? Krass. Wenn ich da so langsam bin irgendwie, ist schade. Ich meine, ich krieg 1-4, die kriegen halt 1-4. Ja, und denen fehlt nicht mehr so viel. Na gut, ich kann da gerade nur warten, ne? Ich kann sonst nichts machen. Das ist bitter. So, bei Belagerung gefangen genommen, Höflinge. Blablablub. Das schaut schlecht aus. Das schaut nicht so gut aus. Ich sollte ihre Armeen jetzt mal langsam crushen. Burgau steht unter Belagerung. Beeinflusst. Das ist doch schon mal schön. So. Das haben wir. Die laufen halt immer zusammen rum. Das ist halt das Ding, ne? Oh! Wo will die hin? Ulm. Ah, okay. Ja, also ich kann hier halt jetzt nur warten und sonst nichts tun. Warten und hoffen und warten und hoffen. Ich würde seine Armeen schon, ne, deren Armeen schon gerne mal angreifen, aber ich krieg's gerade nicht hin. Du solltest dich da zurückziehen. Bitte. Ja, danke. Boah. Oh, jetzt kämpft die da. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
die verliert das natürlich krass. Ist klar. Oh je. Okay. Sehr bedauerlich. Okay. Ja, gehen wir über Bamberg. Einmal so rum. Ich könnte natürlich noch mal eine. Ich müsste Söldner irgendwie ausbilden. Das wäre halt gut, ne? Söldner ausbilden. Das wäre jetzt natürlich perfekt, wenn ich irgendwie mir Söldner holen könnte. Aber. Ah, dann verschulde ich mich nur. Okay, das täte ja nichts machen. Das wäre ja in Ordnung. Das sind 300 Bogenschützen, das sind. Kontert schweres Fußvolk, die kontern Plänkler. Was haben die denn? Pikeniere, Plänkler und Katapulte und Plänkler. Kontert Plänkler. Ja, da holen wir uns wieder. Genau. Das macht jetzt nichts, dass ich mich hier verschulde. Das ist okay. Ihr könnt einen neuen Vorzug auswählen. Das sollte ich sofort machen. Ja. Da sind sogar noch Ritter dabei. Sehr schön. Na, schauen wir mal, ob wir hier nach Nördlingen gehen können. Ich weiß ja nicht, ob ich die Armee jetzt im Ganzen bekämpfen soll. Ich glaube, ich sollte sie bei mir bekämpfen, weil ich habe Vorteile. Gegnerischer Defensivvorteil ist niedriger. Überfalltempo, Feindlandzermürbung, verbündete Todesverluste sind geringer. Ja, also ich habe schon. Sehe ich hier irgendwo meine Bohnen? Ja. Okay. Und der hat leichtsinnig. Oh, das ist nicht gut. Aber ja, ja, kann was. Es ist halt so ein bisschen. Mal so, ne? Ihr habt den Druckmittel erhalten. Manipulation, okay. Wie wär's, wenn ihr da zusammengeht? Danke. Munddruckmittel. Gegen Margarete. Wieso? Nee, Albrecht. Nee, warte, was? Ihr habt den Schwach gegen Albrecht von Wittenberg. Der ist landlos. Was macht der? Wie stehe ich zu dem? Lehnsherr. Okay. Ah, ich kann die Belagerung aufheben. Ah. Ist ja gar nicht so schlecht. Nee, ich fange den jetzt. Ha, stopp, 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 stopp. Bitte, beide. Hallo? Stopp, 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 stopp. Hier passiert was ganz Komisches. Ich wollte schon beide haben. Wieso kann ich jetzt nicht beide auswählen? So. Der haut ab, das ist gut. Dann kann ich jetzt darüber gehen. Weil der kann das vielleicht nicht mehr abbrechen. Das wäre sehr gut. Oh, ja, ja, ja. Aber der eine haut ab. Und die anderen fange ich ab. Komm schon. Oder? Jetzt bin ich sehr gespannt. Okay, Schlacht geht los. Ich habe Truppen bekommen. Ich habe minus 13, warum auch immer. Unser Ritter konnte Graf Sieghard verstümmeln. Wieso? Vorteil zugunsten des Feindes. Minus 17. Hauptmann, schwarzer Trupp, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Manipuliert. Er hat eine minus 4 gewürfelt.
Wieso befiehlt der denn? Ich bin doch viel besser zum Befehlen. Oh. Unser Ritter konnte Graf Rathold verwunden. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist halt das Ding, deren Vorteil, unser Vorteil. Minus 5, Besitzer hat Schulden, Schlachtwurf, Kriegsführungswert des Befehls, aber ist nur 9. Das ist halt die Frage, warum ist er der Befehlshaber und nicht ich? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Unser Ritter. Ich meine, wir gewinnen das, aber dass ich hier nicht die Armee führe, ist halt dumm. Das ist sehr dumm, aber okay. Unser Ritter konnte verstümmeln. Okay, Sieg in Verfolgung beim Rückzug. Ja, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Ich bin der Befehlshaber. Ja, dann befehle auch. LOL. Gefangene genommen, Kombattant. Okay, auch sehr gut. Jetzt würde ich die Armee noch gerne abfangen. Sie, genau. Mal. Wahrscheinlich, weil er halt schneller war, ne? Kann ich ihn abfangen? Ja, sehr schön. Ist zwar doof, dass er das jetzt führt, aber ich habe mehr Truppen. Ich müsste das easy machen. Unser Ritter hat einen feindlichen Soldaten verwundet. Toll! Einen feindlichen Soldaten. Wow! Okay. Also bisher läuft das schon gar nicht so schlecht. Aha, die Armee ist wieder da. Sieht doch gut aus. So, dann können wir jetzt hier hingehen. Krieg, Krieg, Krieg. Konstanze wird erwachsen. Sie bekommt charismatischer Verhandler. Das ist nice. Das ist sehr nice. So, ich kann jetzt da hingehen. Jetzt gibt's Geld. Jetzt machen wir Geld. Oh, das ist 20 wert, das Geld. Verschuldet. Gemeindekorruption. Kämpfen. Toll. Unsichere Straßen. Hier scheinen wir zu gewinnen. Das ist gut. Verlobung erfüllt. Auch nice. Aber das bringt mir jetzt nichts, ne? Das war doch die, die den Anspruch hatte, oder? Nö. Ah, das ist Bündnis. Ich habe jetzt drei Bündnisse. Ich habe ein Bündnis hier. Das ist meine kleine. Da haben wir 1000 und hier haben wir 1700. Ja, das sind gute Bündnisse. Die Schlacht ist knapp. Die ist sehr knapp. Oh, sie verlieren sie gerade noch. Motivierte Arbeiter. Das ist sehr schön. Oh, so knapp. Die Ritter sind da tot. Aber die schaffen nichts mehr. Also der Krieg sieht gut für uns. Ups, das ist der falsche Krieg. Der Krieg sieht gut aus. Na? Weil ich habe halt noch Söldner. Und das ist schon sehr stark. Gut, dass das ging. Wäre das nicht gegangen, wäre es ganz anders ausgegangen. Aber so, easy. Ja, die laufen jetzt rum. Versuchen sich irgendwo zu sammeln. Die sollten sich zurückziehen, die sollten da weg. Da kommt wieder was, aber ganz im Ernst, das ist kein Thema mehr. Schade, dass der Ritter, den ich zum Vasallen gemacht hatte, hier oben tot ist. Das ist echt doof. Weil die Sophia, die mag mich gar nicht, ne? Der habe ich kein Land gegeben, mit der habe ich nichts zu tun. Das ist auch ein mächtiger Vasall, ja. Die möchte Bumsknubbel, aber naja. Festung Hohenburg. Bauernaufstand. Anführer Hartwig. Das ist doch... Aha. Da sollte ich mich drum kümmern. Ja, dann gehen wir jetzt zurück, zerschlagen die Armeen und dann rennen wir nochmal hier rum. Also, na, das müsste jetzt schon passen. Ich muss nur ein bisschen warten, dass ich die Armeen zusammenziehen kann. Oh, er versucht's. Er versucht, rechtzeitig anzukommen. Schafft aber nicht.
Sollte er nicht schaffen. So, abhauen. Abhauen, 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 abhauen. Ganz. Okay, okay, okay. Stopp, 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 stopp. Stopp. Die Frage ist. Nein, 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 nein. Der macht mit. Ist egal. Ich muss sammeln. Ist schade, aber sicher ist sicher. Keine Lust hier was zu verlieren. Ich habe zwar bessere Ritter, dass der das schon wieder ist. Ist das meine Hauptarmee? Das ist meine Armee. Das sind nur die Söldner. Hätte ich ignorieren können, aber. Ihr werdet wahrscheinlich siegen. Besitzer hat Schulden, mehr Truppen, höhere Güter. Achso, ja, ja, links aber gehen. Konnte Asso verstümmeln, das ist gut. Kommt mit, bitte in die Schlacht eingreifen. Kommt schon. So, jetzt greifen wir in die Schlacht mit ein. Und hauen sie weg. Sehr schön. Okay. Dann gucken wir uns mal wieder da unten um. Hört Ulm schon mir? Nee. So, jetzt sind wir natürlich alle ein bisschen versprengt und. Oh, stimmt, ich muss da rüber. Ich sollte unbedingt darüber den Bauernaufstand klären. Ja, das ist knapp mit dem Bauernaufstand. Aber es klappt. Ach, das sind Verbündete. Hä? Lol. Was? Das verstehe ich gerade nicht. Ich bin dabei. Ist das nicht mein Aufstand? Jetzt bin ich verwirrt. Pflegt Wunden, Gefangene genommen. Die haben halt kaum noch Truppen, ne? Das ist halt durch. Was passiert denn da jetzt? Bauernaufstand. Jetzt hat es hier noch mehr Bauernaufstände. Sehr eigenartig. Das ist sehr seltsam. Also was das jetzt gerade macht, das muss mir mal einer erklären, bitte. Ja. Sehr strange. Aber okay, gut, keine Ahnung. Jetzt ist der Bauernaufstand wieder weg. Könnten da oben, ne? So, und jetzt gehe ich da rein. Unser Ritter konnte jemanden verwunden, das ist gut. Und wir sind wieder tot. Eure Bekanntschaft Giovanna ist gestorben. In meinem Kerker. Ja, hatte Pech gehabt. Ist mir passiert, so. Schwarze Truppe, die kann hier hin. Und ich gehe hier hin. Und jetzt das da. So, der Krieg geht lange. Ich hätte nicht gedacht, dass er so lang geht. Aber ich habe hier einiges an Gefangenen gemacht. Und vielleicht sind die ja irgendwann mal was wert. Ne? Mal schauen. Die Ärmsten. Gefangener kann Lösegeld einbringen. Wow. Das ist gutes Geld. Mach mal. Okay, das gibt gut Geld. Das ist sehr nice. Kann ich das erweitern? Ich kann es auflesen. Auf Größe erhöhen. Kosten erhöht sich. Der Unterhalt würde sich erhöhen. Okay, ja, aber das ist wahrscheinlich einfach nur sich gleich. Okay. Ich nehme euer Angebot an, blablabla. Hallo, müsste ich jetzt nicht fette Kohle kriegen hier? Also. Muss ich jetzt noch nicht erhöhen, das passt schon. Ich habe jetzt so ein kleines Regiment und bin zufrieden. Was geht hier ab? Nichts. Die Armee ist weg.
Bündnis ausgelaufen. Oh, jetzt. Oh. Eure Freundin Luitgard ist gestorben. Herzog Luitgard ist nicht mehr mein Bündnispartner. Bündnis geschmiedet. Ah ja, okay. Neues Bündnis. Das ist schön. Das ist sehr schön. Gut, 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 gut. Gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich würde gerne mal wieder Felder und sowas bauen, ne? Irgendwo. Kempten zum Beispiel, da könnte man doch ganz einfach Felder bauen. Gibt wieder Geld. Geld wäre schön. Ja, 100 Truppen, 3 Ritter. Sie können was versuchen, aber da geht halt nichts. König Ludwig ist nicht beeinflusst. So. Was haben wir hier? Die Freundschaft von König Ludwig, dem Fettsack. Der ist doch Dickmann, oder? Ja, der ist Dickmann. Der hat zu viel gefuttert. Schaut euch an den Fettsack. So. Eh zahlreichen Versuche, meine Gunst zu erschleichen, nicht entgangen sind, bin ich nicht sonderlich erbaut von seinem plötzlichen Interesse an mir. Der obsessive Wunsch von König Ludwig, mich zu beeindrucken und sein plumpes, zur Schaustellung gekünstelter Zuneigung, widert mich ehrlich gesagt sogar an. Aber er hat dennoch ein gewisses Etwas. 10 Anspannung, aber Freundschaft? Ja. Ja, wieso nicht? Mach mal halt mal wieder eine Jagd oder so, ne? Wäre überhaupt eh gut, mal wieder eine Jagd zu machen. Später. Weil das gibt mir vielleicht Prestige. Und das könnte ich gerade sehr dringend brauchen. So, der kann nicht belagern, weil meine Garnison größer ist, glaube ich. Genau, kleiner als 340. Deswegen kann er da nichts machen. So, jetzt kann er belagern. Passburg. Aber da kriegt er auch nichts hin. Also, Ulm gehört mir. Ein offenbartes Geheimnis. Herzog Pippin von Thüringen hat jemanden einer üblen Sache bezichtigt. Mein Ritter Adolf soll eine Affäre haben. Sein Tochter Gerbega soll es sein. Das ist doch meine... Hallo? Kann nicht sein. Ich weiß nicht, was dies auf ihm soll. Lust ist schließlich keine widernatürliche Krankheit. Ist geschehen. Verliert Meinung. Verlor Meinung. Verlor Meinung. Toll. Also die haben irgendwie Stress. Wer ist das denn? Der ist im Krieg von mir. Dann kann mir das doch so egal sein. What the freak, Mann? In Thüringen, ne? Ich bin im Krieg mit dem. Herzogtum vom Schwaben. Ne, der ist im Krieg von irgendwem. Der ist nicht im Krieg mit mir. Thüringen, das ist doch irgendwo hier. Verteidigend. Ja, doch, 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 doch. Der hat sich in den Krieg eingemischt. Der Bumskopf. Klar. Natürlich. Ja, nice, okay, ja, cool, ja. Und jetzt? So, hier wird gekämpft, ich kann wieder eine Armee zerballern. Und die wird zerballert, plus 17. Oh ja, Schaden steigt um 34. Das ist krass. Gefangene genommen. Nice. Ja, dann sollte ich mal meine Städte wieder, die Belagerung aufheben. Ich gewinne viele Schlachten. Ne, aber ich muss Augsburg wieder befreien. Das ist eigentlich das Wichtige, was ich machen muss. Das mache ich jetzt auch gleich wieder. Das heißt, ich hol mir da unten noch eine Stadt. Und die holen sich Augsburg zurück, sobald sie das haben. Na komm. Korruption gesenkt, das ist sehr gut. Spannend, was hier alles abgeht, Mann. Na komm, haben wir es bald. Blub, 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 blub. Komm schon. So, gib Geld. Okay. In den Krieg rufen. Seid gegrüßt, Herzog Gundbert. Ich fordere euch auf, unser Bündnis zu ehren und euch bei mir in Religionskrieg um Häuptlingstum Wittenberg anzuschließen. Okay, wir haben 2 Feinde. 14 und 1000. Der 1000, das nehme ich an. Das ist easy. Das ist sogar sehr easy. Ich habe zwar noch meinen eigenen Krieg, aber das macht doch was nichts. Go, kommt schon. Festung besetzt. So, das heben wir auf. Der scheucht den rum, obwohl er gar keine Güte hat. Das
auch lustig. Da unten ist ein Bauernaufstand. Oh. So, hier wird gekämpft. Minus 19. Oh. Weil der hat halt Ritter. Besitzer hat Schulden. Hügelverteidigung haben sie auch noch. Feindesschaden steigt um 41%. Das darf man nicht unterschätzen. Schaut mal, wie klein da die Verluste sind. Die schlagen sich ganz gut, aber am Ende reicht es nicht. Einem unserer tapferen Soldaten ist gelungen. Ach, das ist da oben. Das ist ja nicht mein Schlacht. Genau. So, der Bauernaufstand ist wieder weg. Liebesdinge, Liebeserklärung. Ich flaniere gerade mit einigen der Fürsten des Hofen durch den Garten, als mein Schwiegertochter Landina daherkommt. Ich trete beiseite, um sie vorbeizulassen, doch zu meiner großen Überraschung versperrt sie mir den Weg und kniet vor mir wieder nieder. Meine Schwiegertochter. Bevor ich dies verarbeitet habe, fängt sie an zu singen. Schneller erkenne ich das Lied. Das ist eine berühmte bayerische Liebesballade. Ich habe sie schon von mehreren Musikanten gehört, aber noch nie so gut und leidenschaftlich. Die intensiven Gefühle des Liedes spiegeln sich im Blick von Landina wieder, der auf mir ruht. Sie schaut keinen einzigen Herzschlag lang weg. Ja, das Ding ist, meine Schwiegertochter. Die hat ein gefangenes Kind. Okay, ist nicht so geil. Schwiegertochter. Jarl und Gräfin. Verbündet. Okay. Lehnsherr. Aha. Bastard. Genie. Ehepartner. Stefan von Kempten. Das müsste mein Sohn sein. Ja. Genau, mit der wollte ich ja Kinder haben, die Genies werden. Hat hier nicht so gut funktioniert. Okay. Wird versuchen, mein Herz zu erobern. Das Ding ist, ich bin ja verheiratet. Beendet das Komplott. Ja, nee, ich bin verheiratet. Das ist zwar nett, aber ich kann das gerade nicht brauchen. Auch wenn es echt nett wäre und selbst Genie-Kinder zu haben, wäre bombengeil, aber das habe ich auf meinen Sohn geoutsourced. Deswegen. Nee. So, jetzt komm. Ihr habt's gewonnen. Easy Freeman. Bis dass der Tod uns scheidet. Toll! Hätte ich ihr doch nachgehen können. Ja, weiß man ja nie. Da bin ich ihr treu und dann verstirbt sie einfach so. Das gibt mir aber die Möglichkeit, mein Bündnis von Tirol ist ausgelaufen. Und Herzog Gundberg ist nicht länger verheiratet oder verlobt. Ja, das bin ich. Ja, genau. So. Oh, das wäre gut. Schaut's mal. Ich bekomme ein Bündnis mit Zürich, das ist egal. Aber Anspruch auf das gesamte. Oh, das sind viele Anspruchsteller. Ja. Aber der kann nichts, der kann nichts, der kann nichts, der kann nichts. Das wäre gar nicht so schlecht. Es ist halt sehr unwahrscheinlich, sag ich mal, dass ich. Und das ist bayerisch, das wäre richtig gut. Treuherzig, ehrgeizig, lüstern, das ist eigentlich ziemlich egal. Bündnismacht. Ja, aber die kann gar nichts. Hat aber viel Bündnis. Wo ist denn das? Da oben. Ah ja. Okay, okay, okay. Haben gar keine Bündnisse. Aber so lange lebe ich halt nicht. Also das wäre halt richtig gut. Weil ich werde mit 57 kaum noch Zeugs machen. Das heißt, ich hole mir das hier. Ich erhalte Prestige. Die werden annehmen. Bla blub bum bum. Empfänger. Werden in das Haus Kempten geboren. Gönnung. Schauen wir mal, ob ich damit was machen kann. So. Ist das vielleicht ein bisschen überstürzt, aber das gibt mir Prestige. Und zwar eine ganze Menge. Ich hoffe, das funktioniert bald. Komm schon, gib 600 Prestige. Mach mich zum Herzog von Bayern. Das ist ja mein Ziel, ne? Ja, da ist es. 600 Prestige. Jetzt geht's los. Geilo. Okay, das ist gigantisch gut. Das ist aber richtig, richtig gut. Ich würde mal gucken. Ah, man kann mich gut sehen. Ja, dann kann ich die Webcam auch anlassen. Okay. Cool. Cool, cool, cool. So, das gehört mir. Das befreie ich gerade wieder Augsburg. Dann haben wir den Krieg doch endlich mal geschafft, oder? Kriegspunkt 91. Warum? Ich muss irgendwas halten. Ketzerei. Das gucke ich gleich.
Verlorene Schlachten, gewonnene Schlachten, Kriegspunkte, Hausbesitz, besetzter freundlicher, verlorene Schlachten. Angreifer kontrolliert Kriegsziel. Ja, genau, deswegen bin ich cool. Herzog Herold aus Kärnten hat der Welt verkündet, dass er und seine Vasallen zum katharischen Glauben konvertiert sind. Wo hocken die denn? Das ist gar nicht so weit weg, aber das können sie gern machen. Ich bleib katholisch, ich muss jetzt nicht wechseln. So. So, Fürstenberg gehört gleich mir. 17 Gold. Gefangene gemacht. Das sollte ich übrigens mal gucken, ob ich da nicht wieder Geld bekomme. 10 Gold wird nicht annehmen. Na gut, dann halt nicht. Würde das nicht akzeptieren, weil Gesandt. Unwichtiger Höfling. Ja, dann Pech gehabt. Wird nicht annehmen, unwichtiger Höfling. Würde das nicht akzeptieren. Ach, das kann nicht freigekauft werden. Aber der ist auch egal, oder? Der hat eh kein Land. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. So, jetzt holen wir uns da unten noch Zürich. Ist auch noch was wert, ist aber noch viel wert. Schwupp, 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 schwupp. Der konvertiert, da kommen Truppen. Die gewinnt es auch. Ja. Da ist was passiert. Belagerung gewonnen. Ihr kontrolliert jetzt Augsburg. Ich belagere das noch schnell fertig. Und dann, nachdem ich es fertig belagert habe, gibt's den Stress. Vorher nicht. Kreuzritter Könige. Deus vult. Christliche Glauben können jetzt Kreuzzüge verwenden. Christliche Pilger im Heiligen Land erleben schiere Martyrien und die Wege dorthin sind voller Gefahren. Zum Schutz der Pilger und um Jerusalem für Christus und seine Gläubigen zu sichern, hat seine Heiligkeit Papst Anastasius die Möglichkeit einer groß angelegten Invasion durch vereinte christliche Heere in Betracht gezogen. Okay. Interessiert mich. So, das hole ich mir jetzt noch. Und dann machen wir Kriegende. So. Gab's Geld? Wahrscheinlich. Forderung erzwingen. So sei es. Ulm gehört nun mir. So. Und damit. Ich weiß nicht, ob ich die Söldner jetzt irgendwie auflösen soll. Wahrscheinlich wäre das ganz gut. Ihr könnt einen neuen Vorzug wählen. Ja, dann. Das hätte ich mal vorher brauchen können. Ist aber okay. Ist okay. Ist schon in Ordnung. So, Ulm gehört jemandem. Könnte ich vergeben? Sollte ich vergeben. Stefan ist mein Erbe, der kriegt nichts. Der kriegt nichts. Ein Ritter. Der mag mich. Der ist großzügig, hinterlistig und ungeduldig. Er ist ein unehrenhafter Lakai. Ellenhardt. Ratskanzler von Gräfin Sophia. Ah! Naja, den sollte ich ja nicht wegnehmen. Ratsverwalter von Graf La Gottlos Planer. Na, nee. Ein Ritter von mir. Jäger, kerngesund, eingeschüchtert durch euren Schrecken. Ja dann, er wird unser Vasall, erhält Meinung, Domänengröße, go. So, dann hat er jetzt Titel. Der ist nicht prestigeträchtig, aber das ist egal. Das gehört mir. Das ist jetzt mein Vasall. Kann ich die Vasallenbande ändern? Das geht doch sicher auch irgendwo. Ja. Steuern für Druckmittel. So. Sehr schön. Sehr schön. So, dann. Befehlshaber. Hauptmann Fosco. So, da oben läuft es gerade nicht so gut, habe ich das Gefühl. Ich gehe jetzt mal dahin. Wo ist denn hier dieser ganze Stress? Dieser Krieg.
Worum geht es denn? Ein Glaubenskrieg. Ja, da mische ich uns, da mische ich mich ein. Hallo, easy. So, ich bin mal gespannt, ob ich jetzt hier Zuwachs bekomme. Oh oh, da ist was passiert. Die Gläubigen rüsten zum Krieg. Okay, jetzt muss ich mal gucken. Die Söldner sind nämlich weg. Söldner drüber lassen. Der Vertrag lief aus. Okay, das ist in Ordnung. Ich habe viel Gold gemacht. Übrigens, Gold bedeutet für mich Höfe und Felder. Gold, Gold, Gold. Ich will mehr Geld. So. Ein päpstlicher Gesandter erreichte meinen Hof mit Kunde aus dem Vatikan. Papst Anastasius forderte alle christlichen Herrscher auf, zu den Waffen zu rufen. Als katholischer Herzog wird von mir erwartet, dass ich meine Männer auf die Unterstützung dieses heiligsten aller Kriege vorbereite, den die Weltkirche selbst gut heißt. All jenen, die den Kampf gegen die üblen Ungläubige unterstützen, die die heiligen Städte von Jerusalem schänden, verspricht der Heilige Stuhl umfassende Absolution von allen Sünden und einen garantierten Platz im Himmelreich. Natürlich. Ich halte Frömmigkeit, die Kasse erhält Prestige und Frömmigkeit. Ja, ich bin dabei, aber ich werde nicht mitmachen. Na. Ihr seid bekannt für eure Hingabe an den Glauben. Sehr schön. Gut, so, 739, da wollte ich gucken, ob das steigt. Irgendwie, gucken wir mal. 797, das ist nicht so viel. 52 pro Monat. Ja, dann sollte ich da wohl ein bisschen warten, oder? Bis ich voll bin. So. Okay, das reicht. Beziehungsweise, das muss reichen. Oh! Das ist eine große Schlacht. Das ist nicht gut. Also, ich kämpfe ja gerne mit dir. Ne? Wolpe. Aber gegen eine 3000er Truppe muss ich nicht kämpfen. Die 700er wäre möglich, aber das ist ja... Das sieht nicht gut aus. Tschüss. Das tue ich jetzt nicht. Also, ne? Nö. Einfach nur nein. Was ist das? Kriegsvoll bei voller Stärke. Okay. Okay, aha. Okay. Aufgebote kosten gerade kein Geld. Das ist ein stehendes Heer. Mhm, mhm. Auch sehr interessant tatsächlich. Reiter sind teuer, aber Reiter sind gut. Reiter sind vor allem stark gegen Bogenschützen. Ja. Spannend. Was haben wir hier? Kein Begünstigter. Ihr habt für den großen Religionskrieg keinen Begünstigten aus. Ja, hier, whatever. So, die Gefangenen. Schaut's mal. Lösegeld fordern. Warte, warte, warte. Die Gerbega. Ruthilde. Die hat da oben was? 10 Gold. Wird nicht annehmen. Weil. Unlängst freigekauft. So, ja, bezahlt er mal für das zum Kämpfen. Verliert 10 Schrecken. Wer ist das denn? Niemand. Athletisch. Hausarrest, unbenötigt Zorn. Ach, das ist mein. Ich bin der Gefängniswärter. Okay. Okay, ich bezahle. Nee, er bezahlt.
Dann bezahl mal. Das ist meine, oder? Nee, will ich jetzt nicht. Lösegeld fordern. Ich verliere 10 Schrecken. Warum will sie, will, na? Wieso kann ich hier kein Lösegeld fordern? Wird nicht annehmen, weil unwichtiger Höfling. Der hat 2 Titel. Also, ja. Herzog würde das nicht akzeptieren. Was ist denn eigentlich mit... Wo sehe ich denn meine Gefahr? Okay, erstmal... Es fehlen 4 Gold. Na gut. Doch, du solltest schon wieder frei, oder ist das egal? Ich meine, das ist halt mein Kind, ne? Die Gerbega. Ehebrecher? Die ist ein Ehebrecher? Ja, nö, nee, dann nicht. Lösegeld fordern. Bezahlt an Herzog Pippin. Seid gegrüßt, Herzog Gunbert von Augsburg. Ich bin bereit, Ingelgarde von Kempten aus meiner Obhut zu entlassen. Doch die Freiheit hat ihren Preis. Wer ist das? Enkelin. Die ist jung. Sollen wir das machen? Enkelin, die hat kein Ehepartner. Ja, komm. Eltern ist der da, Engelbert von Kempten. Okay, der hat Ansprüche. Wäre cool, wenn ich sehen könnte, wo meine Gefangenen sind. Also wo die Leute sind, die... Weil ich sehe jetzt nur hier das Gefangene. Ansonsten. Ja, dann nimm's für einen Gefallen. Ist okay. Tschüss. Und, Hof. Ja, wenn ich sie einfach so freilasse, ist halt nicht gut, ne? Gegen die Gräfin. Ja, ne, das bringt mir nichts. Folter? Lol. Weiß nicht. Muss jetzt nicht sein. Wird nicht annehmen. Wegen großzügig. Er ist großzügig. Wer ist denn großzügig? Oder bin ich großzügig? Ne. Will nicht. Will einfach nicht. Und für einen Gefallen erst recht nicht. Von Schwaben. Okay. Na gut. Ja, ich bin hier im Krieg. Da kämpfen Leute, da hat es noch 1000, aber das sieht schlecht aus. Na, das sieht sehr schlecht aus. Ich will da nicht mit Truppen kommen, weil es nicht beeinflusst. Natürlich nicht. So, ich wollte noch jagen, weil ich schon angespannt bin. Und Prestige ist immer gut. Zack.
Schauen wir mal, was bei der Jagd jetzt passiert. Hat... Ah! Lehnsherr zieht den Kreis. Ich nehme euer Lösegeldangebot an. Ja. Hier wird gekämpft. 17, okay. Aber hier verliert es, das lohnt sich halt nicht. Ne? Das ist nicht gut. So, es gibt einen Krieg. Bayerischer. Holy moly! Huhu! Der hat nur 1000 Truppen, der hat nur 3000 Truppen. Das ist mein Lehnsherr. Ich könnte ihm natürlich. Ich könnte versuchen, die Vasallenbande zu ändern. Eure Bande erreichen niedrige Steuern. Sonderbande. Kriegfolgunterhalt. Gebilligt. Vasall. Der Vasall kann den Krieg unabhängig. Das will er nicht. Das ist nicht gut. Zwangsteilung ist auch nicht gut. Ratsrechte garantiert. Das wäre auch interessant. Dass ich sag, hey. Geschützt. Schaut's mal, das probiere ich mal aus. Okay. Vasall verleihen. Nein. Was kann ich noch? Anspruchsstelle Unabhängigkeit. Nee, aber ich wollte ja mal gucken, ob ich. Nee. Kriegsbeitritt anbieten. Könnte ich machen. So, ihr seid einem Krieg beigetreten. Okay, das macht insofern Sinn, weil wir sind stark, er ist schwach. Truppen ausheben, please. Und zwar Militär. Tschüss. Zack, in Ulm. Da unten. Ausheben. So, sündhafter von Blubs, egal. Okay. Verbündeter tritt Krieg bei. Halt, stopp, wo? Grafschaft von Grüningen. Von euch, ihr Grafschaft von Grüningen. Wo ist das? Ist es das hier? Ah! Dann gehen wir da doch gleich mal rein, oder? Es gibt doch jetzt schön Geld. Armee? Feindliche Armee. Neutrale Armee. Auch nicht zusammen. Verletzt. Ich kümmere mich um ihn. Oder ich darf keine Zeit verlieren. Graf Landfried. Der mag mich eh schon. Der ist schon verletzt. Ich hätte lieber das Prestige tatsächlich. Ja, Pech gehabt. So. Ich hole mir Grüningen. Zack. Wir kehren gestärkt nach Hause zurück. Okay, gut. Also ich lese nicht immer alles vor, tatsächlich. Oh, da ist was passiert. Verbündeter tritt. König Drasolach. Ist das jetzt das hier? König Drasolach. Nice. Das haben wir doch safe, oder? Ich will halt Gold machen. Durch Kriege kann man so viel Gold machen. Und das Coole ist, ich bin gierig und meine monatlichen Abgaben sind niedrig. Ich mache immer noch gut Geld. Das geht schon. So, ihr könnt Lösegeld. Auswirkungen. Ich bezahlt an mich Geld. Ja, dann Gönnung. Ihr könnt... Gib Geld. Frömmigkeit ist nice, aber hallo? Reichtum. Vielleicht sollte ich dieses Herzogtum ausrufen. Ich weiß nur nicht, ob das klug ist. Das ist die Sache. Kreuzzug für Jerusalem. Dreus wohl. So, ist geschehen, wurde aufgeteilt. Endlich ist die Zeit gekommen, dem heiligen Zorn über die elenden Ungläubigen zu bringen. Mit rechtschaffener Wut brennend bricht die vom Papst Anastasius aufgestellte große Armee von Kreuzrittern mit unnachgiebiger Entschlossenheit auf, um mit göttlicher Gerechtigkeit über das Böse zu siegen, um Platz im Himmelreich zu verdienen. Wird geschehen? Ist geschehen. Wurde aufgeteilt. Habe ich jetzt wirklich Gold bekommen? Aber ich könnte wieder was bauen. Guck mal. Boah, wie viele Leute hier kommen, ist krass.
Höfe und Felder. Ich will Geld machen. Geld, 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 Geld. Wenn ich hier mal auf plus 15 irgendwann kommen würde, stell dich mal vor, ich würde 15 Gold pro Monat machen. Das wären dann 180, glaube ich. Nee. 15, 10. Doch, 180. Im Jahr? Das ist einiges. Aber da bin ich noch ein bisschen weit weg. Mein Prestige schaut gerade sehr gut aus. Ich sollte es nur auch nutzen, weil ich bin schon alt und ich glaube nicht, dass mein Prestige auf das des Kindes übergeht. Sprich, was mache ich jetzt damit? Ich muss irgendwas mit dem Prestige anstellen, bevor ich verrecke. Ich bin nämlich schon alter Sack, 60, das ist weit älter als viele anderen. Ja, ich könnte nochmal Ritter einladen, kostet Prestige, Gönnung. Ja, das... Aber das habe ich alles nicht, ne? Deswegen geht das nicht. Ein neues Königreich gründen. Geilo. Blutlinie stärken. Kann ich auch nicht machen. Blutlinie weihen. Kann ich auch nicht machen. Kriegerorden gründen. Kann ich auch nicht machen. Ein Königreich. Okay, ich brauche 300 Gold. Ich bin leider kein unabhängiger Herrscher. Ich habe nicht 3 Herzogtümer. Okay, ich brauche Herzogtümer. Reichsgröße ist 30 oder mehr. Grafschaften, Vasallen. Ja, nee, habe ich noch nicht. Auch sehr interessant. Was kann ich mit Prestige alles anfangen? Kann je nach Regierungsform eingesetzt werden. Ja, ich wüsste gern, wofür ich jetzt Prestige alles benutzen kann. Na? Uff, so viele Druckmittel. Wird nicht annehmen. Der mag mich halt gar nicht, ne? Zurückhaltung mag mich nicht und... Bläh. Hof, so. Für einen Gefallen. Mach wohl. Ah, okay, bedenkt bereits den Vorschlag. Gut. Ja, wann kommt die denn zu mir zurück? Hallo? So, hier ist der Kreuzzug. Das Ding ist halt... Oh, den scheinen wir sogar zu gewinnen. Ein gutes Geschäft, danke. Schaut's mal. Aber da kann noch viel passieren. Und ich habe schon mal viele Ritter etc. verloren in dem Kreuzzug. Das mache ich nicht nochmal. Auch wenn in der Kreuzzugskasse eine Menge Geld schlummert. Irgendwo konnte man das mal sehen. Die haben 93 Faris, was ein Ritter ist. Wir haben 107 Aufgebote, plus 35 im Monat, plus 52. Ja, viel leichtes Fußvolk. Onager, Fußvolk, Onager, bumm. Kriegsbeteiligung 0%. Ja, aber... Also, ne, das ist halt so... Klar, man kann da jetzt hin... Und hier kommen schon 6000, aber die werden hier landen und gegen die 10.000 kämpfen, werden verlieren, dann werden sie versprengt sein und. Das ist halt, kennt man ja. Ich glaube nicht, dass wir diesen Kreuzzug gewinnen werden, bei aller Liebe nicht. Feindliche Armee. Da unten? Wer ist das denn? Ich bin in zu vielen Kriegen. Aber den bayerischen Anspruch, den hole ich mir. So. Ja, warte mal. Reich von Kohlmann. Ja, dann gehen wir doch da hoch. Gönnung. Also es gibt halt Zeugs, ne? Da haben die Grab... Guck mal, wie die wieder verschwinden. Ach, da unten! Lothring, ich kann auch nach unten gehen. Ah, warte. Da unten gibt es Schlachten, Ruhm und Ehre. Ja, oder ich hole mir da oben den Scheiß alleine. Jaha, und wie ich das mache. Die haben insgesamt nur 1000 Truppen, das hat nichts. Da habe ich mich verklickt. Da.
Das ist der kleine Vasall. Das kann ich mir alles da oben holen. Ich gehe hoch. Was will ich da unten? Da unten, das passt schon. Ritter ist eingetroffen. Kann der Gottfried was? Bisschen was. Eure Kultur hat eine Entdeckung gemacht. Öffentliche Bauarbeiten. Wo sehe ich meine Kultur? Stadtplanung. Öffentliche Bauarbeiten. Ah, okay, okay. Bald kann ich absolute Kontrolle haben. Dann bin ich sehr gespannt, was das bringt. Ich bin halt schon so alt, das ist das Problem. Religionskrieg um Grafschaft. Das wäre dumm. Ja, und Herz auf Tassio. Das wäre zwar interessant, aber... Ich könnte es mit Prestige machen. Dafür könnte ich Prestige benutzen, aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Okay, pass auf. Ich bin hier oben. Hier gibt's Geld. So. Wie lange dauert das? Lange. Mein Ratspitzel ist mir besorgniserregende Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen, das gehört uns, noch nicht, wer es ist. Doch jemand schmiedet ein Komplott, um eine Person zu ermorden. Und zwar mein Ritter Adolf. Das ist mir ziemlich egal, weil der kann nichts. Okay. Wir wissen um dieses Komplott Bescheid. Dann. Ratspitzel. Komplotte stören. Das ist wichtig. Der macht Geld. Stopp, 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 stopp. Kann ich erstmal Kontrolle in Gemeinden? Die hier scheint nicht so gut zu sein. Oh, die ist sehr schlecht. Ja. Guck mal bitte, dass wir da die Kontrolle hinkriegen. Und heimische Angelegenheiten. Kultur fördern. Da unten, bitte. Ich meine, Steuern sind nice, keine Frage. Aber ich möchte alles bayerisch machen. Ist wichtig, Kultur hat einen gewissen Anteil. So, hier helfe ich gar nicht, hier helfe ich schon. Da gibt's Geld. Das sieht sehr gut aus. Mir gefällt das richtig gut. Da unten scheinen wir auch irgendwie zu gewinnen. Oder auch nicht. Das ist gefährlich. Spalletto. Das ist ein anderer Krieg, oder? Spalletto. Herzog Lambert. Ne, wem gehört diese Armee? Herzog Lambert. Okay, ist in diesem Krieg. Es ist dieser Krieg, der Bayerische Krieg. Hä? Der hat doch keine Truppen. Hier steht 400 von 2300. Sind das Söldner? Was ist das da? Angreifen. Es ist eine Feindarmee. Von dem da. Der da. Spalletto. Greift König Karloman von Lothringen an. Okay. Ich verstehe jetzt nicht ganz, was hier abgeht tatsächlich. Aber solange der da unten rumhampelt, soll mir das recht sein. Wo ist denn mein Verbündeter? Oder macht er jetzt irgendwelchen Schwachsinn? Wert des Ehepartners gestiegen. Okay. Da wird irgendwas gekämpft. Ist egal. Grüningen haben wir. Angreifer kontrolliert Kriegsziel. Mein Druckmittel ist verfallen. Das ist egal. Kriegsziel ist... Er hat 5000 Truppen. Rasse ist verfallen. Das ist egal. Das Kriegsziel um Grafschaft von Grüningen. Ja, die habe ich uns geholt. Ne? So, jetzt ist es wieder gesunken, oder? Oder ist es wieder was anderes? Was geht denn da ab? Cremona. Ich kann mich halt mit so einer Armee nicht anlegen.
Auswirkung, ich bezahle an Herzog Pippin. 25 Gold. Nee. Kriegst einen Gefallen, ist okay. Also irgendwas passiert da unten, aber... Gewonnene Schlachten. Oder es ist einfach eine andere Schlacht, an der ich gar nicht teilnehme. So, wir haben Geld bekommen. Und wir haben einen Gefangenen gemacht. Seid gegrüßt, ich nehme euer Lösegeld. Danke. Das ist nur 4 wert. Das ist nur 5 wert. Das ist 17 wert. Das ist eine feindliche Armee. Armee von Trier. Die sollte ich crushen. Das wäre wichtig. Die sollte ich crushen. Rat. Habe ich jetzt eigentlich hier auch meine Truppen? Ja, die sind dabei. Die 100 Plänkler. Das ist nice. Okay, ich bin gespannt, ob wir die abfangen können. Wahrscheinlich nicht. Ich sollte ihn vermutlich verfolgen. Okay. Kriege ich nicht. Schade. Wo auch immer der jetzt hin will. Das gehört uns? Das Sau. Ich würde halt gerne sehen, wo ist die Grafschaft von Dassau? Da. Tirolkrieger. Dessau, sorry. Kreuzzug? Schwiegersohn wurde gefangen genommen. Das ist nicht so toll. Das ist ja ewig. Wie schaut denn der Kreuzzug aus? Das wird mich jetzt schon mal interessieren. Okay, okay. Wenn die Jerusalem einnimmt, wäre heftig. Was ist denn Jerusalem genau? Das sollte ich eigentlich wissen, ne, aber... Das ist das Jerusalem. Scheichtum von Jerusalem. Okay. Sehr spannend. Religionskrieg verloren. Kriegsanführer gefangen. Ja, RIP. Muss ich jetzt irgendeinen Schwachsinn daran zahlen dann? Ich hoffe nicht. Der bezahlt Geld. Hat nichts mit mir zu tun. Kann mir egal sein. Dem würde ich gerne noch den Krieg erklären, dem Herzogtum. Und dann mir das ganze Herzogtum einverleiben. Das wäre so nice. Man kann immer nur einen Krieg auf einmal machen. Also man kann mehreren Kriegen kämpfen, wenn man eingeberufen wird, aber man kann nicht mehrere Kriege auf einmal deklarieren. Der ist mega gut in Diplomatie. Der nicht. Ich bin so alt, das ist ein Riesenproblem. Ich überlege, ob ich meine Armeen teilen sollte. Dann könnte ich halt schneller den Kram einnehmen. Na. Ich muss aufpassen, aber das wäre einfach besser. Weil wenn hier keine Armeen sind, dann kann ich ja richtig schön Stress machen. Ritter ist eingetroffen. Mein Hof. Nee, hier, Ritter. 22. Der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Ein 22er Ritter, der kann was. Also 22 ist schon überdurchschnittlich, ne? Ausgezeichnet.
Ich meine, 36, der ist halt übelst gut. Der ist alt, aber der hat so viel Power. So, Frage, soll ich das Gold für diesen Ritt ausgeben? Ich glaube, ich brauche es gerade nicht. Ich baue lieber mehr Höfe und Felder für Geld. Geld, Geld, Geld ist gerade ganz. Ich muss ja sagen, letzte Runde, am Ende, dachte ich mir, was mache ich jetzt? Ich habe lauter Prestige-Schwachsinn ausgegeben für Höflinge, mit denen ich nichts anfangen kann. Ich habe kein Geld, ich habe keine Frömmigkeit, ich kann nichts machen. Gewann, Kriegsführungswert, gewann, blablub, Meinung und Prestige. So, und dann dachte ich, das läuft so schlecht, was mache ich jetzt? Aber in dieser Session gerade, in dieser Aufnahmesession, läuft es abartig gut. Also ich bin da wirklich sehr positiv überrascht. Ich weiß noch nicht, ob ich dieses Herzogtum ausheben möchte. Eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass ich das möchte, weil wenn ich das tue, glaube ich. Geht auch gar nicht mehr. Vorher ging das mal, jetzt geht's nicht mehr. Verbündeter tritt Krieg bei. Kreuzzug. Wie läuft denn der Kreuzzug eigentlich? Der läuft ja richtig gut. Da ist eine Feind am Erd, die ist klein. Das läuft richtig gut. Ich habe in letzter Zeit nicht mehr geguckt nach Söldnern. Also ob Gegner Feinde treten aus Krieg aus. Kann man das machen? Kann ich sagen, austreten? Wahrscheinlich, wenn ich kapituliere, dass ich austrete. Aber das probiere ich jetzt nicht aus. Ich habe zwar keine Beteiligung und nichts, aber ich bin dabei. Weil ich kann mich hier nicht mit. Ja gut, hier sind so kleine Truppen auch. Na hier, Armee von Graf Kuno. Das ist so ein kleiner Typ, der macht hier jetzt mit. Krass. Das ist schon krass. Ich habe eine Belagerung genommen und Gefangene gemacht. Oh, das ist nice. Das gibt so viel Geld. So, wo geht's als nächstes hin? Da hoch. Boah, 33. Das ist Geld, Mann. Das ist richtig viel Geld. Also Krieg gibt Geld. Lösegeld. Guck mal, 50. Gönnung. 50. Gönnung. Der will einen Ratsposten. Der kann zwar ein bisschen was. In Kriegsding ist er nicht schlecht. Aber da habe ich auch schon einen, der besser ist. Ränkeschmied, nein. Ich könnte ihn natürlich hier einsetzen, wo er nicht schlecht ist, aber der ist besser. Also nein. Gefangener kann Lösegeld auf anbringen. Okay. 10 Gold. 50 Gold. 10 Gold. 10 Gold. Na dann. Der nimmt an. Sehr schön. Ja, gib 50 Gold. Boah, ich krieg Gold. Ein gutes Geschäft. Bezahlt an euch. 10 Gold. Gib Gold. Es ist vielleicht dumm, alle Gefangenen rauszuwerfen, aber ich will da jetzt nichts machen mit, ne? Ihr könnt einen neuen Vorzug. Oh, instant, instant. Okay. Absolute Kontrolle. Jetzt passt auf. Das will ich sehen, was das macht. Gibt zusätzliche Boni auf Steuer und Aufgebote. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Jetzt. Ich suche mir zwei Grafschaften aus. Einmal Augsburg, einfach zum Gucken. Da steht jetzt Aufgebote 220. Das schreibe ich mir auf. Zettel, Papier. So, also Steuer und Aufgebote. Und das ist jetzt in Augsburg. Steuern 1,93 und Aufgebote 220. Dann guck mal beim Vasallen hier unten. Das ist jetzt Parsburg, Parsberg, Parsberge. Ich werde das nicht mehr lesen können. Das war Augsburg, so Parsberg. Hat Steuer 1,25 und Aufgebote 1,74. Insgesamt habe ich aktuell Steuer 2,8 und Aufgebote 1,194. Okay. Wobei es eigentlich 1,083 ist. Sollte ich schon 1,083. So. Und da ist ja einiges an Kontrolle. Jetzt schauen wir mal, was absolute Kontrolle macht. Boom. Und ich glaube, bleibe ich jetzt dabei oder mache ich noch was anderes? Das Zeug von Gold. Ihr könnt Druckmittel.
Ihr könnt für Druckmittel Bezahlung verlangen. Monatliche Einnahmen. Ich mache jetzt diesen Schwerpunkt auf Reichtum. Weil, das gibt Geld. Oh nein, das war jetzt... Ah, jetzt ist es bei 3,2. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, was was ist. Okay, die Aufgebote sind immer noch gleich. Dann liegt das jetzt wahrscheinlich an den 10%. Genau. Okay, dann ist mein Gesamtsteuer... Das war dumm. Das war so dumm. Okay. Weil ich muss jetzt aber nochmal die Steuern gucken, ob die sich nochmal geändert haben. Nein, 193 und Passburg ist... Bleibt gleich bei... Hallo? 125. Okay, ich mach mal weiter. Ich warte noch einen Tag. So. Die Steuern bleiben hoch. Okay, das ist jetzt ein bisschen seltsam. Ich dachte, das macht irgendwas. Die absolute Kontrolle. Ich habe ja immer noch 11 Ritter, ne? Die Boni gehen ja nicht weg. Nö. Okay, absolute Kontrolle für Grafschaften. Ist ein besonderer Zustand der Kontrolle, der anzeigt, dass der Herrscher eisernen Griff hat. Immer wenn die Kontrolle 100 erreicht, wird sie stattdessen auf absolut angegeben und gibt zusätzliche Boni. Dann müsste ich das ja sehen können. Aufgebot und Steuern. Kultur bayerisch. Steuer. Durch Entwicklung, Verwaltung, Motte, Getreideäcker, Reichssitz. Okay, da steht jetzt gerade noch nichts. Obwohl ich ja 100% habe. Na? In. Hallo. In Ulm jetzt nicht. Aber in Eichstätt beispielsweise ist Kontrolle hoch. Hier ist Kontrolle hoch. Eintreiben, Motte, Verwaltung, Durchentwicklung. Aber da tut sich nichts. Das ist jetzt ein bisschen schade. Naja. Naja, naja, naja. Wo kommt das ganze Gold auf einmal her? Krass. Ich dachte, das macht wärmer. Also ich dachte wirklich, das macht mehr. Aber anscheinend nicht. Würde ich jetzt kurz mal noch googeln, ob ich da was zu finde, wie der Boni ist. Ich meine, das Spiel ist auch super neu, deswegen könnte es sein, dass nicht alles perfekt funktioniert. Aber ich dachte, ich sehe... ich sehe halt den Bonus, ne? Finde ich nichts. Wahrscheinlich google ich es auch falsch, aber das ist jetzt ein bisschen doof. Naja gut, dann lass uns mal. So, ich habe Geld bekommen durch die Belagerung hier. Dann gehen wir mal da hoch. Ah, 5. 11. 20! 20 ist gut. 23. Kann man ein Bistum belagern? Wahrscheinlich nicht. So, der nimmt an. Nimmt auch an. Ich glaube nicht, dass man ein Bistum belagern kann. Aber guck mal. Weil hier steht ja auch Beute. Hä, hey, da ist ja jetzt gar nichts mehr. Hier, Bistum. Tät mich wundern, ich fände es toll, aber wahrscheinlich geht's nicht. Wahrscheinlich sind das Dinge zum Plündern für Plünder. So, Leute, ne? Wenn du Plünder plündern kannst. Ja, ich kann da nichts machen. Das ist 17 wert, das ist 20 wert. Gehen wir jetzt da hoch. Der Krieg schaut gut aus, der schaut auch sehr gut aus. Sieht aus, als würden wir diesen Kreuzzug volle Kanne gewinnen. Vielleicht sollte ich doch noch da runter gehen, aber schauen wir mal. Verbündeter tritt aus. Okay. So, ich kann bauen, ich kann richtig was bauen. Und jetzt, wo ich was Richtiges bauen kann, also das Geld habe ich gleich, fände ich es cool, hier zum Beispiel Verteidigervorteil, Versorgungsschwelle, Stufe, Garnisonsgröße, Aufgebot, Verstärkungsrate, Belagerungswerke, Aufgebotsgröße, oh. Plänklerverfolgung, Steuer, Amtsstuben, 10%. Das klingt langsam schon nach etwas, was ich mir kaufen wollen würde. Hat nicht die Innovation Gutsherrschaft. Ach, schade. Luftschlösser oder Lustschlösser? Hm. Nee.
Königliche Reservate. Entwicklungszuwachs und Volksmeinung. Das klingt doch nicht schlecht. Ich meine, das macht auch Geld. Es ist doppelt so teuer. Dauert auch länger. Ich kann nicht, weil ich Gutsherrschaft nicht habe. Okay. Kann ich denn irgendwas bauen? Nein. Schade. Kann ich hier... Da habe ich Holzkasernen. Da habe ich nichts. Grünendes Land macht Aufgebote und Zeug. Ich könnte natürlich das verbessern. Besitztum steuern. Aber ich glaube, ich sollte schon Zeugs ausbauen. Oh, interessant. Die bauen da selber Zeugs. Grafschaft von Augsburg. Grünendes Land. Felder. Man kann auch in der Stadt... Oder ich könnte in der Baronie ein Besitztum errichten. Aber das Geld habe ich nicht. Weder für eine Stadt... Tempel wäre interessant. Frömmigkeit. Stadtplanung habe ich nicht. Motten habe ich nicht. Stadtplanung habe ich nicht. Kann ich nichts machen. Hier hat Zeug. Was ich interessant finde, es sieht so aus, als würden meine Verbündeten, also meine Vasallen, selbstständig Zeugs bauen. Weil dem will ich jetzt hier nichts reinballern. Also das bringt mir ja nichts. Ne? Gehört mir ja nicht direkt. Hier, Steuer 03. 04. Da wird noch gebaut und dann geht's hoch. Ja, dann baue ich jetzt hier was, ne? Schauen wir mal. Wälle und Türme in Burgau vielleicht? Jagdreviere? Verteidigervorteil? Das ist nicht schlecht, falls man da kämpft. Und das kostet auch nicht viel. Armeelager, mehr Aufgebote. Ich mach mal ein bisschen mehr Aufgebote. Und in Augsburg mache ich jetzt ein Jagdrevier. Das ist auch nicht schlecht. Und in Kempten vielleicht... Also das grünende Land macht mehr Aufgebote. Wälle und Türme ist auch nicht schlecht. Armeelager. Hm. Dann warten wir vielleicht noch. Ist okay, man muss nicht immer gleich alles Geld rausballern. Okay, es passiert gerade sehr viel. Ich habe wieder Gefangene gemacht. Geld. Kann sich das Lösegeld von 100 nicht leisten. Ja, lustig. Dann hast du Pech gehabt, dann warte ich noch. Ich meine, die 50 sind nice, die 10, die 10 Gold, die nehmen wir. So, also, ne, cool. Richtig cool. Das ist eine neutrale Armee, na, ein Glück. Da ist eh bald durch. Ja, so, Gefangener freigelassen. Gefangene gemacht, Belagerung gewonnen. Doktrin. Ich habe Zeugs eingesetzt wegen meinem Blödkopf. Der hat Meinung bekommen, das ist sehr gut. Wie steht denn der König zu mir aktuell? Hallo König. 100! 100! Macht es, also es wäre nicht dumm, ne? Eine Enkelin mit seinem Prinz Ludwig zu. Und das ist ein direktes Kind von ihm. Das mache ich jetzt einfach mal. Ich bringe mich da mal ein bisschen ins Spiel. So schlecht finde ich das gar nicht. Ansprüche erbitten kann ich voll vergessen. Aber hey. Der Prinz ist das Haupterbe. LOL! Krass. Auch nicht schlecht. Gut, meine Enkelin ist dann da, aber hey, das ist dann vielleicht verbündet, ne? Mit ihm, das wäre nicht schlecht. Also da nochmal gestärkt verbündet. Wer weiß. Seid gegrüßt, nur allzu gern nimmt er das Verlöbnis an. Sehr schön. So. Das ist schon mal cool. Was kann ich denn noch machen? Der mag mich doch schon, ne? Anspruch erbitten ist jetzt nicht so toll. Er würde Meinung verlieren und ich würde Anspruch auf das Königreich von Bayern. Noch nicht. Noch nicht. Noch nicht. Ja. Der hat sündhafte Eigenschaften. Okay. Wenn ich den natürlich... Das wäre halt krass.
Aber was ich viel eher gerne hätte, wäre hier den An Bündnis aushandeln. Er wird nicht annehmen. Meinung über Grundbereitschaft. Ich bin im Krieg. Boah, aber wenn das weg ist. Er wird nicht annehmen, weil 50 Meinung von Papst über Herzog Tassio. Die mögen sich also wahrscheinlich sehr. Na gut. Na gut. Na gut. Aber das mit dem Bündnis ist interessant. Aber ich will ihn ja weghauen, deswegen. Ich habe mit eurem Ratskanzler Harudin korrespondiert und ich muss schon sagen, dass ich euch nur im Licht sehe. Jetzt mag er mich mehr. Okay. Wird nicht annehmen. Hab kein Druckmittel. Wenn ich nicht im Krieg bin. Maybe. Aber der ist fettleibig, ja. 38 und ein Fettsack. RIP. Das ist nicht gut. Okay, der Kreuzzug läuft verdammt gut. Hätte ich nicht gedacht. Vielleicht hätte ich da doch mitmachen sollen. Man sieht leider nicht, was in der Schatzkammer liegt. Na, das tut mich mal interessieren. Ihr braucht ein Minister von 100 für eine Belohnung. Wow. Es ist halt weit weg. Aber ich kann es noch versuchen. Na, ich nehme jetzt da meine Armeen. Und zieh noch mit runter. Und dann schauen wir mal. Ob wir da noch rechtzeitig ankommen. Da, ihr habt kein Bündnis mehr. Belagerung gewonnen. Okay. Also das erledigt sich jetzt von selbst. Erstmal ziehen wir uns zurück. Ich könnte die auflösen. 3 Monate. Ja, nee, dann lauf nach Hause. Ist okay. So. Der ist tot. Der hat das hier. Die da. Ja, aber die hat kein Bündnis, die ist ja sauschwach. Ich könnte diesen Anspruch Herzogtum von Angria. Wow! Kempten-Dynastie verliert Bekanntheit. Kempten-Dynastie. Ach, das ist ihre Dynastie. Ne, meine auch. Ah, weil wir gegeneinander kämpfen würden. Aus der gleichen Dynastie. Okay. Ja, nee. Ich glaube, das ist nicht klug. Tatsächlich, das zu machen. Ich glaube, das sollte ich lieber lassen. Aber ich fand es interessant, dass es das geht. So, persönlich, Geschenk, Mündel, Vormundschaft, feindselig, Mord, denunzieren, enterben. Eine Enkelin von mir? Das bringt mir, glaube ich, gar nichts. Ne, das bringt mir überhaupt nichts. Ne. Die hat wahrscheinlich schon Verlöbnis. Na gut. Habe ich denn noch Enkel, die ich verscherbeln kann? Das ist halt die Frage, ne? Ich würde gerne Heirat arrangieren. Das ist eine Tochter, die Konstanze. Aha. Die ist nicht schlecht. Mit. Ja, aber nicht mit mir selbst. Der ist gestorben. Genau. Deswegen, sie ist unser Kind, sie würde das eigene Kind verlassen.
Okay. Die hat schon Stuff. Die hat schon Familie und alles, da geht nichts. Ich meine, der hat Kinder, ne? Da kann ich natürlich sagen, hier, Ehepartner finden, guck mal. Und dann irgendwie nach Bündnismacht gehen, hier. 400. Vasall. Macht das Sinn? Weiß nicht. Ich meine, ist schon mein Vasall, ne? Grafschaft von Parsberg. Gehört mir schon. Da gibt's Ansprüche. Kriegt der und so eine alte irgendwas. Weichard erhält Prestige. Keine Ahnung. Mach einfach mal. Kein Plan. Sorry. Weiß nicht. Also da bin ich gerade ein bisschen. Kann ich Forderungen jetzt erzwingen? Wird nicht annehmen. So sei es. So, jetzt. Pass mal auf. Ich, der hält Zeugs, was erhalte ich? 16 Prestige und Meinung. Ist okay. Damit ist der Kampf erstmal vorbei. Und ich kann wieder Lösegeld bekommen. 100 gib her. So. 100 Lösegeld. Das ist krass. Einkerkern. Ihr könnt rechtmäßig einkerkern. Könnte gelingen. Falls ihr nicht einkerkert, wird sie den Hof verlassen. Bekanntermaßen ein Verbrecher, so dass ihr euch ohne als Tyrann zu gelten. Okay, ja, warte mal. Kann ich die nicht auslösen oder irgendwie so? Verlässt den Kerker für einen Gefallen. Von mir aus. Für Gold. Wird nicht annehmen. Unwichtiger Höfling. Ja, dann bleibt er halt bei mir. Oder kann der was? Das ist halt immer die Frage. Nee. Und verletzt es auch. RIP. Was ist mit der da? Ein Kerker. Wird nicht annehmen, unnötiger Höfling. Dann wird sie halt bei mir sterben, ne? So, was war das jetzt hier? Theodelinda. Verbrecher. Höfling von Graf Landfried. Ja, dann. Nee. Bringt mir ja nichts. Also, ne, das ist halt. Seht ihr mich überhaupt noch hier oder ist schon wieder. Nee, ist schon alles gut. Also verliert die Meinung von mir, das ist mir egal. Sie ist eh ein Verbrecher. Wofür? Warum? Weshalb? Ne, was. Theolinda verlässt den Hof. Versuchen wir es schon. Komm, voll egal. So, tschüss. Ich könnte diesen Titel erschaffen, aber ich habe das Gold nicht. Und ich weiß nicht, ob das klug ist. Wenige Ritter? Hallo? Ich hab Ritter. So. Okay, machen wir mal wirklich Truppen hier. Wieso ist meine Domäne schon wieder so. Oder könnte das jetzt mir da oben melden? Grafschaft von Grüningen gehört mir? LOL!
Sohn und Ritter, der ist bucklig. Ein buckliger Ritter? Was hat denn der für einen Kampfwert? 3. Wieso ist der denn Ritter? Aber der hat gute Verwaltung. Meinung Vasall. Ja, das ist nicht so. Das war erblich. Ich wusste nicht, dass Grüningen jetzt mir gehört. Warum? Wie? LOL! Ich meine, wir haben da oben um irgendwas gekämpft, aber lustig. So, der ist klumpfüßig, ist auch nicht so toll. Höfling. Was weiß, was wissen wir denn über den? Raubgierig. Das klingt nicht so toll. Ellenhardt. Der hat gar kein Land. Der ist von niedriger Geburt. Er ist ein Verschwörer. Kann man nicht anpinnen, ne? Furchtlos. Empathiker. Ich finde schon, dass ich einem Ritter Grüningen geben sollte. Irgendeinem Ritter. Hat er Engelbert? Eignet der sich? Also der hat schon was. Atzo. Nee. Matthias. Zierlich. Yeah. Nikolaus. Gast. Ein Gast ist das. Der hat, genau, das ist mein Sohn. Der hat hier Ansprüche. Gast. Athletisch. Er ist Ritter. Unzüchtiger. Schwertmeister. Zäher Soldat. Eigenwillig. Gesellig. Mitfühlend. Und so alt. Ratsspitzel, Vasall und Ritter. Der ist schon ganz viel. Stefan ist schon so alt, der wartet eigentlich nur darauf, dass ich absterbe, ne? Aber passiert halt einfach nicht. Der ist Ritter. Soll ich ihn ehren? Ich hätte schon Lust, das Engelbert zu geben, ne? Engelbert erhält Meinung, wird unser Vasall. Machen wir das jetzt. So. Mächtiger Vasall verlangt Ratsposten. Der kann nicht mal, weil der kann nix und der ist schlecht. So. Hat Pech gehabt. Hier gibt's bald Zeugs. Das wäre so knapp. So. Unterrichte da mal. Weil Bischof wird Meinung gewinnen. So. Das ist gut. Das ist spät, aber es ist gut. Auch interessant. Kinder verscherben. Kinder sind so wichtig. In dem Spiel Kinder, ich sag's euch, wow. So, die mag mich jetzt nicht wahrscheinlich, weil irgendwas, aber ist egal. Was war das Illusionist? Ein Illuster. Oh, ich bin Illuster. Ist mir egal. Ihr könnt die Bande von Graf Engelbert ändern. Ja. Mach Steuern. Boom. Gib Geld. Gib Geld. So. Herzogtum könnte ich erschaffen. Weiß noch nicht, ob das klug ist. Das lassen wir mal. Ich könnte sie einkerkern. Wird nicht gelingen. Dann. Bei Ablehnung. Kann ich nichts machen. Okay. Sie ist unzüchtig. Keine Leute, ich weiß es nicht. Wird nicht erfolgreich sein. Wegen ihrem Ränkespiel, wegen ihrer Meinung, wegen ihrer Persönlichkeit. Aber sie ist kein Herrscher. Erfolgschancen minus 1%. Ja, dann weg. So, dem könnte ich Stress machen. Einmal. Für Ingolstadt? Oder Ingolstadt.
Wem gehört das denn? Die Verbündeten wahrscheinlich. Ich sollte mal abspeichern. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es für heute jetzt schon wieder gut sein lasse. Wir haben jetzt schon wieder halb irgendwas. Das ist ziemlich heftig. Halb 12. Auf jeden Fall sollte ich mal speichern. Sicher ist sicher. Aber ich finde es cool, wie gut ich aktuell zurechtkomme. Ich glaube zwar noch immer, dass ich mir irgendwo selbst ein Bein stelle und ein Grab schaufel mit meinen Aktionen. Aber im Augenblick scheint es gut zu sein. Kann ich die wieder zusammenfügen? Ich nehme Lösegeld an, ja. Ausgliedern. Lösegeld an. Was passiert hier? Abtrünniger. Konnte sich der Verhaftung entziehen, ist aufs Land geflohen. Okay, gut. Zusammenfassen, genau. So, ich muss jetzt nichts mehr hier machen. Kann ich denn mal wieder ein Festmahl veranstalten? Ich glaube, das wäre nochmal gut. Schönes Festmahl nochmal. Ich brauche es zwar jetzt nicht, aber es macht Sinn, einfach mal wieder ein Fest. Wir haben Kriege gewonnen, da unten läuft's gut. Ein geselliges Beisammensein. Willkommen, meine Freunde. So, schauen wir mal, was dieses kleine Ereignis macht. So, mehr Kontrolle in Gemeinde, das dauert noch. Hallo, hey, 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 hey. Ja. 3,1 Steuern. Wenn ich die Abgaben nicht hätte, wäre ich bei knapp 7. Kirchenbesitztümer plus 0. Jetzt mag er mich. Gibt mir aber kein Zeug, warum auch immer. Gleichgesinnte. Graf Hugbert. Was für ein gewöhnliches Festmahl begann. Was wie ein gewöhnliches Festmahl begann, wurde dank der Anwesenheit von Graf Hugbert ein herausragender Anlass. Wir unterhielten uns den ganzen Abend lang über alle möglichen Dinge und wie es der Zufall so wollte, entdeckten wir allerlei Gemeinsamkeiten. Ich hatte so viel Spaß mit ihm. Danke. Das Festmahl, genau. LOL, da sieht man, wer teilnimmt. Das ist ja cool. Abgelehnt. Der Bürgermeister von Kaufbeuren. Ja, vielleicht mal. Ob man auch bei anderen Festmählern teilnehmen kann, das wäre richtig nice. Kann ich da jetzt irgendwas machen? Kindunterricht beeinflussen? Nö. Okay. Ich wollte eigentlich etwas schauen. Und zwar, ich habe dieses Bistum irgendwo. Und warum macht er mir jetzt keine Steuern? Das ist die Frage. Hier. Steuern plus 0. Der macht nur Aufgebote und das war's. Dabei steht halt, ich erhalte Steuern und Aufgebote. Und das ist das Ding, was ich noch nicht ganz verstehe. Liegt das an der Holzmeinung? Sehr seltsam auf jeden Fall. Sehr, sehr seltsam. Weil da sind Steuern, aber die krieg ich nicht. Vielleicht muss es noch höher gehen, aber es ist halt schon seltsam. Na gut. Das Festmahl neigt sich dem Ende zu. Mein gläubig Sohn Graf Engelbert und ich finden uns in einem intensiven Gespräch wieder. Er fragt mich nach meiner Meinung zum Thema höfische Politik, das ihm selbst auch sehr am Herzen liegt. Dann gut, cool, nice. Also ich glaube, zum Kreuzzug runter muss ich nicht mehr, weil da geht gar nichts. Als meine Gäste gehen. Ich krieg Prestige, Meinung und eifrige Frohnatur. Das ist ja cool. Als alle nach Hause gehen, kann ich mit Stolz sagen, dass das Festmahl ein Erfolg war. Dieses Festmahl konnte nur stattfinden, weil meine Gemahlin so viel Einsatz zeigte. Und als sie die letzten Gäste verabschiedet, überkommt mich ein Gefühl der Dankbarkeit. Nice. Okay, jetzt pass mal auf, jetzt pass mal auf, jetzt pass mal auf. So. Tschüss. An den Auflösen. So. Die gehen jetzt weg. Militär hier,
Steht irgendwie, ist okay. Cool. Aufgebote sind auch. Ich bin jetzt schon eine kleine Macht, ne? Ich bin nicht super, 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 aber es geht. So, Feind treten aus Krieg aus, Verbündeter bei, bla, bla. Das passt. So, kann ich jetzt hier was machen? Hier war doch. Ich könnte ihm den Krieg erklären. Für Ingolstadt, das war's. Das ist jetzt nicht so toll. Mein Druckmittel ist verfallen. Ja, wie auch immer das schon wieder ist. Wird nicht annehmen. Schade. Okay. Ich dachte, der mag mich so sehr, aber irgendwie. Der mag mich schon zu 100%. Das reicht doch. Könnte gelingen. Er will jemanden töten. Oh. Okay, nicht so gut. Was kann ich noch machen? Klar, ich könnte einen Mordkomplott schmieden, aber auch nicht so toll. Er ist alt und verbittert, der hat keine Frau, ist eigentlich klar, ne? Zu Gelübde auch, oder? Lol. Nee. Schauen wir mal, ob wir mal mit einem Dietrich weiterkommen. Und hier ist halt die Frage, ich wollte ja Anspruch erbitten, aber das nimmt er nicht an. Leider. Das sah mal besser aus. Dachte ich. Oder sah das irgendwo anders besser aus? Oh, da könnte ich fast. Aha. Das wäre nicht gut, mit dem sind wir verbündet. Titel beanspruchen. Ach so, ja, das ist ja mein Enkelin. Das muss nicht sein. Nee. Harudin ist verstorben. Okay. Dann brauche ich hier noch einen Ratskanzler. Der kann was. Ratsverwalter? Ah! Nee, falsch. Hier muss ich gucken. Engelbert, Sohn, Vasall und Ritter. Oh, der hat viel. Der ist Vasall und Ritter. Na gut, aber Engelbert, hallöchen. Nee, oder? Hm. Der will einen Ratsposten. Dann kriegt er jetzt einen. Dann ist der auch zufrieden. Das ist besser. Er ist mit 16 auch okay. Er ist nicht gut, aber er ist okay. 0,2. Jetzt gibt es hier auch Steuern. Okay. Ja. Niedrige Steuern. Nicht ausgehobenes Kriegsvolk. Ja, das ist teuer. Niedrige Steuern. Plus 2,5. Lehnsteuern ist gering. 7. Und 1,5 geht weg, oder wie? Fünf, sechs, ja, passt, okay. Gut, cool. So, die Kirche gibt uns ein bisschen Geld, der ist verstorben. Ich werde bald sterben. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt hier noch runterziehen soll. Das ist so weit weg. Kaiserreich. Wir halten Jerusalem, das ist halt der Vorteil. Ja, das ist durch. Ich werde an dem Krieg nicht mehr groß teilnehmen können. Das ist zu spät. Aber interessant, also sehr interessant, ne? Genau. Hier steht, was es gibt. Okay, ja, da ist viel mit 0%, 4%. 5%, 12. Die hat noch ein bisschen was gemacht. Naja. Okay, habe ich noch Ansprüche? Kann ich noch irgendwo Krieg machen?
Ich habe Anspruch auf Baden. Ja, aber da sollte ich jetzt keinen Krieg erklären, weil dann erkläre ich ihm den Krieg. Und mit dem Königreich von Bayern will ich mich nicht anlegen. Auf gar keinen Fall. Nein. Nope. Nope. Kreuzzug ist siegreich. St. Georg hat Königin Eyersenda den Sieg im Heiligen Krieg geschenkt. Nachdem sie Kalif Muhammad und seine heidnischen Krieger in mehreren Schlachten besiegen konnten, zwang unsere Krieger die Feinde des Glaubens, ihre schändliche Niederlage einzugestehen. Nun, da die besetzten Lande fest im Griff eines heiligen katholischen Herrschers sind, können wir in der Gewissheit ruhen, den göttlichen Willen durchgesetzt zu haben. Welch ein glorreicher Tag für alle wahren Gläubigen. Sieg. So, wurde aufgeteilt. Wir kriegen gar nichts, so sei es. Okay, ist in Ordnung. Wir würden den Titel erhalten. Der hat halt Verbündete hier. Und hier. Nee, hier und hier. Wo sie einen Krieg verlieren. Und ich habe Verbündete. So einen kleinen Kopf und einen großen Kopf. Ebenbürtig. Er selbst hat... Macht es Sinn, mir Ingolstadt holen zu wollen? Wahrscheinlich nicht. Leuchtenburg bräuchte ich noch, aber das krieg ich halt nicht, ne? Nee, kann ich voll vergessen. Und deswegen gibt's hier weniger Steuern, oder wie? 6,6! Ah, die Lehnsteuer, nicht ausgehobenes Kriegsvolk, ist geringer. Viel geringer geworden jetzt. Nice. Nee, hier. Uff. Das gehört ihm halt selbst. Na, das gibt er nicht mehr. Nürnberg? Kann ich auch voll vergessen. Nee. Da geht auch nichts. Ja, schade. Schade, schade. Schade, schade. Okay. Ich sehe jetzt 62. Wow, wie alt ich werde. Das ist halt krass. Ich habe ein bisschen Schrecken. Auch sehr interessant. Ich habe so viel Prestige. Ich würde halt gerne noch ein bisschen prestigelos werden, ne, aber... Rothilde von Kempt kann heiraten. Ah, okay. Das ist doch mal was. Guck mal. Anspruch auf... Was ist denn das für ein Bündnis? Anspruch auf... Das ist ganz weit weg. Rothilde ist eine Enkelin von mir, okay. Grafschaft von Anjou, das ist da hinten. Erltumer, das ist auch nicht so toll. Briss. Bündnismacht. Der ist ein bisschen weit weg, oder? Ja, das ist schon relevanter. Der hat halt viele Ansprüche, ne? Und viele direkte sogar. Wird nicht annehmen. Der hat schon einen Erben. Eine Frau. Naja. Bündnisse. Ja, schlecht ist nicht. Machen wir mal. So, ich muss auf Toilette. Ich mache jetzt hier Ende.
passt. Ist auch ein guter Punkt. Wir haben viel geschafft, viel Krieg. Dann kann ich nächstes Mal. Ich bin auch jetzt ein bisschen kaputt. Dann schauen wir mal, was nächstes Mal noch so weitergeht. Ich bedanke mich mal wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut und bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.